Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Harley-Davidson Bielefeld YouTube-Kanal. Eigentlich sollte hier nicht ich stehen, sondern der Bernd. Der hat nämlich wesentlich mehr Fachwissen als ich, vor allem über die alten Harley-Modelle. Mussten aber jetzt ein bisschen umdisponieren, also werde ich das Ganze versuchen zu improvisieren. Wir stellen euch nämlich heute was vor. Hier Detailaufnahme, damit ihr nicht wieder in die Kommentare schreibt, ihr würdet nur mich oder Laszlo sehen. Wir stellen euch heute was sehr Besonderes vor. Und zwar zeigen wir euch unsere Hydra Glide Revival. Als Beiwagenumbau. Ja, wir haben es getan. Wir haben ein Sondermodell genommen und dort einen Beiwagen dran gekloppt in Zusammenarbeit mit V-Triebwerk. Den Henrik von V-Triebwerk werden wir in diesem Video auch anrufen und nochmal ein paar Fragen zum Projekt stellen. Aber ich werde euch das ganze Ding erstmal vorstellen, ein paar Detailshots einblenden, damit ihr erstmal ein grobes Bild habt. Was haben wir da überhaupt gemacht? Was ist die Basis? Was ist das? Wie gesagt, es ist die Hydra Glide Revival. Haben da einen 114er Milwaukee 8 Motor drin. Das Ganze ist halt mit so einer Slash-Lackierung, wie quasi vor 75 Jahren bei der Ära Panhead und sonst was, wo das Teil halt natürlich irgendwie der King war. Ne? Das greifen die jetzt nochmal neu auf mit diesem Revival-Modell. Ist, glaube ich, in der Icons Collection, wenn ich nicht lüge, oder yes, das noch? Yes. Genau. Und ist ein sehr, sehr schönes Teil, sehr schlicht geworden, hat viele alte Sachen, wenn man sich den Sitz anguckt, die Embleme anguckt. Wir haben das auch schon mal in einem Video vorgestellt, deswegen will ich da nicht zu viel drauf eingehen. Und wir haben uns gedacht, was kann man machen, um nochmal ein bisschen mehr in diesem Oldschool-Segment zu bleiben, aber dem Ganzen nochmal einen technischen Charakter zu geben. Da kam uns unser Partner VT Triebwerk in den Sinn und wir dachten, warum nicht ein Beiwagen? Es gab ganz, ganz früher, ich gab es Beiwagenumbauten direkt von Harley selber. Ich blende das auch noch mal ein, da gibt es gar keine Bilder mehr auf Google, weil die so selten sind. Wir haben aber im internen Harley-System noch Sprengzeichnungen gefunden. Da könnt ihr das mal sehen. Das waren damals Beiwagen mit Blattfedern, die total hoch waren. Also sah total komisch aus und hat sich wahrscheinlich auch nicht so geil gefahren, weil einfach der Schwerpunkt sehr hoch war und die Dämpferrate natürlich eine ganz andere ist, wenn du jetzt mit einer Blattfeder fährst. Bei diesem Teil ist das Schöne, das Teil hat einen niedrigen Schwerpunkt, ist mit einem Dämpfer-Federpaket quasi ja, ausgestattet, fahrwerksmäßig, wie eine Softail, also der Beiwagen selber. Und das ist natürlich ziemlich geil, weil du so eine ziemlich gute Fahrdynamik hast. Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und aber einen guten Look. Ne? Und das macht natürlich viel aus. Aber ich zeige euch erstmal ein paar Details. Wir gehen dazu mal hier hin. Die Jungs von V-Triebwerk haben das Ganze wirklich super detailliert gemacht. Wir haben die Lackierung, finde ich, matcht 1:1 mit dem Lacksatz. Also das ist wirklich pervers gut geworden. Ja, 100% getroffen. Was ich noch viel krasser finde, muss ich sagen, ist die Sattlerarbeit, also vom Sitz. Es sieht wirklich 1:1 aus wie der originale Sitz und auch wie die Koffer. Ne, die haben da quasi diese ganzen Applikationen, diese Details haben sie mit verbaut. Und für mich persönlich könnte das Teil so aus dem Werk kommen und man könnte sagen, es ist original von Harley. Vielleicht sogar einen Tick besser, weil es ist wirklich in so einem krassen Detailgrad. Wir haben da halt Progressive Suspension Dämpfer Federpaket drin, damit das Ganze halt auch fahrdynamisch gut fährt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, es wird auch eine Performance Machine Bremse da irgendwo noch verbaut sein. Ja. Ja, tatsächlich, hier blende ich euch auch ein. Also der Beiwagen selber hat eine Performance Machine Bremse. Da steht alles für Qualität. Generell, wer V-Triebwerk kennt, weiß, es steht alles generell für Qualität. Ne? Auch hier die ganze Verbindung und sowas zwischen den beiden Fahrzeugteilen, finde ich, ist einfach unfassbar hochwertig gebaut. Und deswegen haben wir uns halt auch entschieden, das Ganze mit denen zu machen, weil das ist halt deren absolute Steckenpferd. Ne? Die können gut alte Motorräder schrauben, die können gut Beiwagen bauen. Und diese Symbiose aus diesen beiden Sachen passt natürlich perfekt zu so einem Revival-Modell. Und das wurde halt einfach hammer umgesetzt. Anderes Detail, was ich euch auch noch zeigen möchte, wir haben hier ein abnehmbares Windshield dran mit so einer ja, fast schon pinken Tönung, würde ich sagen. Und das haben wir im Beiwagen auch noch mal versucht, so ein bisschen nachzustellen. Waren wir uns erst nicht sicher, ob das klappt, haben die Jungs aber unfassbar gut umgesetzt. Finde ich Hammer und ist einfach all in all ein schickes Fahrzeug geworden. Ich persönlich habe wenig Erfahrungen mit Beiwagen. Ich bin selber noch nie im Beiwagen gefahren. Bin nur einmal im Beiwagen mitgefahren bei Laszlo, um ein Video zu filmen. Tricky auf jeden Fall. Ist was tricky, anderes. Ja, völlig. Ist kannst du auch nicht mit Quadfahren oder so vergleichen. Das ist wirklich eine Materie für sich. Glaube ich auch, ja. Rechtskurven ganz, ganz eigen. Ja, ist schwierig zu erklären. Eher Gas geben, anstatt zu bremsen. Ja. Musste fahren dann. Ist aber wirklich nicht ohne, sollte man ein paar Übungsstunden nehmen. Aber ich glaube, diejenigen, die da in diesem Thema drin sind, die haben mit so einem Modell hier wirklich die Oberklasse. Ja. Also viel mehr geht eigentlich nicht. Die gute ist auch schon verkauft. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Also ihr braucht keine Anfrage stellen. Das Bike ist leider nicht mehr zu halten. Ist schon verkauft. Wir haben bei uns noch ein anderes gespannt stehen, was, sage ich mal, auf einem technisch gleichen Level ist mit einer Lowrider S. Die wäre noch zu haben. Und natürlich können wir auch immer im Auftrag und Kooperation mit V-Triebwerk zusammen für euch individuellen Beiwagen bauen. Weil diese Projekte machen einfach Spaß, muss ich sagen. Ne?
Finde ich cool. Ich würde sagen, ich setze mich da noch mal rein, damit ihr mal so den Größenvergleich seht. Das ist nämlich sehr witzig. Ich kann mich auch mal reinsetzen. Ja, das wäre noch witziger. Komm, er setzt sich rein. Lass uns mal die Kamera tauschen. 2 Meter, geile Stelz. Guckt euch das mal an hier. 1,36 bis zum Hüftknochen, ne? Ja. Sieht schon auf jeden Fall witzig aus. Mehr geht nicht, warte. Die Knie sind dann auch quasi auf Ohrenhöhe. Das ist richtig. Aber ich finde, also gerade als ich drin saß, der Sitz ist durchaus sehr bequem. Also ich könnte keinen Meter damit fahren, es sei denn, ich werde so sitzen, weil ich werde mir Wir sind halt auch beide sehr, sehr groß, muss man sagen. Aber ich glaube, wenn jetzt da jemand vielleicht sein Kind, seine Frau, seinen Hund mitnimmt. Ja, Hunde sind, ich habe viele Kunden, die tatsächlich Beiwagen mit Hund fahren. Sehr gut auf jeden Fall. Naja, ich glaube, da kann man schon viel machen. Aber was hast du jetzt so rein optisch, rein vom Projekt, wie findest du das Ganze? Also ich finde also New School auf Old School getrimmt, finde ich immer richtig geil. Also mit neuer Technik allgemein, auch, weiß nicht, ob das manche verfolgen im Autobereich oder so. So ein alter R32 oder so Golf 4 oder Golf 5 und dann so mit moderner Technik, sowas finde ich immer geil, aber ja, ist alles Geschmackssache. Ich muss auch sagen, ja. Ich habe mich mittlerweile an diesem ganz modernen, auch bei uns bei Harley, ein bisschen satt gesehen und ich finde es cool, wenn wir so ein bisschen mehr auch in die Oldschool-Richtung gehen. Ja. Und mit so einem Modell bist du da natürlich gut dabei. Genau. Ich würde sagen, wir switchen nochmal die Kamera und dann versuchen wir mal Henrik anzurufen. Junge. Mal gucken, ob er rangeht. Nummer geleakt. Ja, zum Glück nicht. Nice. Ich vermute nicht, weil er im Urlaub ist. Ja, Henrik hier. Hallo Henrik, Kelle hier. Moin. Du, sag mal, wir sind gerade live in einem unserer YouTube-Videos. Ja. Ich bin nämlich gerade dabei, deinen schönen Beiwagenumbau hier vorzustellen nochmal. Ne, ja. Das ganze Gerät ist ja verkauft. Ich konnte mir das aber nicht nehmen lassen, eure geile Arbeit nochmal einmal detailliert im Video zu zeigen. Ja. Da dachte ich, ich rufe dich mal an und lass dich selber nochmal ein paar Worte an die Zuschauer richten, wie das Projekt für euch so war. Ja, das ist so. Also ist ja noch besser für dich als für mich dann. Ja. Was würdest du denn einfach nur in 3 kurzen Sätzen, wie war das Projekt für dich? Was ist so dein Gefühl zu dem Bike? Ja gut, das war natürlich schon was Besonderes, mal so ein Anniversary oder so eine Hydra Glide Revival da nochmal einen Beiwagen dran zu bauen, muss ich wirklich sagen, ist schon mal nochmal was anderes als an normale Standard-Hardy, ne? Und macht dann auch für mich und auch für unsere Mitarbeiter ja schon wesentlich mehr Spaß, mal was anderes, Extravagantes und Außergewöhnliches zu machen als normal Standard, ne? Das deckt sich, glaube ich, mit dem, was ich auch gerade gesagt habe. Ist halt ein geiles Projekt, ne? Dass man halt sagt, jo, wir nehmen ein Sondermodell und machen einfach mal den kompletten Mittelfinger und bauen da so ein Ding dran. Genau, also das muss ich auch wirklich sagen. Und ich sag mal, es ist von der Lackierung über die Sattlerarbeiten, es ist alles nichts mehr standardmäßig. Ja. So können wir auch mal zeigen, dass wir nicht nur Standard können, sondern auch anders. Und ich glaube, es kommt auch bis jetzt, alle, die es bei uns gesehen haben, die es bei euch gesehen haben, es kommt, glaube ich, überall auch sehr, sehr gut an. Das finde ich auch. Also ich glaube, das wird nicht das letzte Projekt. Ich hoffe, es kommen noch mehr, vielleicht auch Sondermodelle, wo sowas halt geil passt, weil ich glaube, so ein Projekt, das würde schon Bock machen, das nochmal zu starten. Genau, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das wesentlich besser funktioniert oder wesentlich mehr funktioniert als normale, nur Standard. Das denke ich auch. Du, ich will dich gar nicht lange aufhalten. Genieß du weiter deinen Urlaub. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und wer, sage ich mal, Interesse hat, der kann natürlich auch gerne direkt mal bei euch vorbeischauen. Auf jeden Fall. Alles klar, Henrik, viel Spaß noch, ne? Ey, danke dir, Zelle. Bis dahin. Auf Wiedersehen, ciao. Ich sagte mal Zelle, ne? Ja, das sind halt diese Unwissenden. Also für alle nochmal, es ist Kelle, weil es kommt von Kelle. Kelle, Mann! Wir sind auch, glaube ich, soweit durch. Ne? Henrik konnte... Bist du noch am Film oder was? Ja, noch. Perfekt. Henrik hat noch ein paar Worte dazu gerichtet. Hast du doch, hast du. So schnell lasse ich mich hier nicht verarschen. Naja, auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich schnapp mir jetzt die Kamera und mache euch nochmal ein paar sahnige Close-Up-Shots. Das Teil ist verkauft, also Anfragen könnt ihr euch sparen. Wenn ihr Bock auf ein eigenes Projekt habt, gerne melden. Sonst Daumen hoch, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Reingehauen. Mal wirklich so ein bisschen Eier auf den Tisch. Ja. Worüber sprechen wir da? Das addiert sich runter. Also man kann bis zu 35% Preisnachlass dann nochmal bekommen, massiv, auf den Preis. Genau, richtig. Ja.